Jetzt hören wir nämlich gleich den Alexander Klaus, der ist Senior Director für den Bereich Dach bei Klick, und der Thomas Kresse, er ist Managing Director bei der Nexpert AG. Und hier geht es jetzt im Vortrag um Datentransparenz. Und ja, fehlende Datentransparenz ist nämlich einer der häufigsten Gründe, warum Unternehmen in eine Schieflage geraten können. Und der Alexander und der Thomas diskutieren jetzt gleich kurzweilig, was moderne Business Intelligence überhaupt bedeutet, wie du zum Beispiel auch für mehr Datentransparenz sorgen kannst und deine Kundinnen und KPIs besser verstehst und dann auch passende Maßnahmen ergreifen kannst. Ja, hallo Thomas, hallo Alexander. Ja, hallo. Ich hoffe, ihr könnt mich beide hören, mich sehen. Das können wir. Ich wollte nur wissen, wie kann ich, ich würde jetzt gerne meine Präsentation sharen. Ja, ich muss meine Bildschirmfreigabe machen. Okay, ja, jetzt klappt es ja. Okay, jetzt haben wir es mal klar. Den Thomas können wir gerade doppelt sehen sogar. Das ist gut. Achso, ich hab so eine Kamera, die immer den aufnimmt, der im Raum gerade spricht. Jetzt bin ich allein im Raum, deswegen ist es nicht so sinnvoll, aber deswegen sieht man oben immer alle Teile im Raum und unten sieht man immer den, der spricht. Ich bin alleine, von daher ist es ein bisschen overdone, ja. Sieht man den Screen gut? Ja, alles klar. Okay, super. Können wir super sehen. Ja. Ja, ich würde schon sagen, wenn ihr ready seid, dann überlasse ich euch die Bühne und würde mich auch schon rausschalten. Okay. Und wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Bis gleich. Okay, vielen Dank. Also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin verantwortlich für das Marketing in Sazanemea und Dach. Klick, ich weiß nicht, ob jemand Klick kennt. Klick macht seit 30 Jahren Business Intelligence-Lösung. Wir sind gegründet worden in Schweden. Und wir haben zwei große Produkte. Das ist einmal Klick View und Klick Sense. Und wir machen eigentlich seit 30 Jahren nichts anderes als Datenanalyse. Ich bin heute dabei, weil ich halt Marketingdirektor bin, natürlich auch ein paar Beispiele zeige, wie wir unsere Kampagnen managen. Und jetzt übergebe ich kurz zu einer Vorstellung von Thomas. Ja, ich bin Thomas Kresse. Ich bin der Gründer von Nexpert. Nexpert, wir sind eine ganz kleine Gesellschaft, die darauf fokussiert ist, Unternehmen wieder heil zu machen, zu verändern. Das heißt, wir werden dann gerufen, wenn das Unternehmen nicht gut geht, und wir sind nicht diejenigen, die jetzt großartige Konzepte schreiben, das machen wir bestimmt auch hier und da, sondern wir bringen das Papier eigentlich in die Wirklichkeit. Und das ist eigentlich so, dass da brauchen wir eine extrem hohe Transparenz, weil wir Unternehmen verändern wollen, und das ist der Kontakt, den wir so oft zu Klick bekommen haben. Genau. Und wir wollen das eigentlich auch alles ein bisschen sehr interaktiv halten, weil wir so doch wirklich auch Beispiele, ganz viele Beispiele nennen wollen. Das war im ersten Vortrag, wurde das ja angefordert. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne mal ein kurzes Video teilen, damit ihr ein bisschen besseren Überblick bekommt über Klick. Wichtig ist, dass es ein amerikanisches Video ist, also nicht, ist halt der amerikanische Style, nur dass ihr das schon mal wisst. Data-driven transformation. Heard that one a few times? You've got boatloads of data. Trouble is, you're probably only using about 10% of it. And putting it into action is tough, especially when only a quarter of your workforce knows what to do with it. They're so stressed, they're calling in data sick. Yeah, that's a thing. And it's a big drag on productivity. But Klick is changing all that. We're closing the gaps between raw data and insights you can act on. How? First, we built the industry's leading data integration platform, so you can easily free and find all the data you should be using. Second, Klick's full-featured AI-powered analytics and patented associative technology give you freeform exploration, so you can understand your data and take action on it. But what about your people? Klick has data literacy services to help everyone in your organization level up. It's simple. Know what you have, know what it means, know you can trust it, and know what to do next. It's how we help our customers shorten the time from data to action. Now that's how you become data-driven. Okay, das sollte euch so einen kleinen Überblick geben über das, was wir machen, Klick macht. Das machen wir einfach mal. Führen wir gerade noch ein bisschen weiter, was in dem Video angesprochen worden ist. Also wir machen ja mehrere Untersuchungen auch zum Thema Datenkompetenz bei Unternehmen und haben
da ganz interessante Zahlen generiert. Also Fakt ist, dass wir ja aktuell sehen, dass wir kontinuierlich, das wisst ihr selbst, ihr seid ja auch hier im Teaching Dash dabei, Fakt ist, dass wir permanent Daten sammeln. Und trotzdem ist es ganz interessant, die ganze Technologie auf der einen Seite ist wichtig, aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, wie die Mitarbeiter tatsächlich mit Daten umgehen können und welchen geschäftlichen Nutzen man aus den Daten zieht. Also Fakt ist, dass bei dieser Untersuchung, die wir gemacht haben mit IDC, dass tatsächlich die Unternehmen glauben, dass nur 10% der geschäftsrelevanten Daten auch genutzt werden. Also das ist schon mal eine sehr erschreckende Zahl. Und auch nur 32% der Unternehmensführer glauben, dass sie Mehrwerte schaffen mit den Daten. Und die Datenkompetenz, also generell, ist nicht nur beschränkt auf die Entscheidungsträger, wo die Zahlen relativ niedrig sind, sondern auch beschränkt auf die Mitarbeiter. Also das ist ein großes Thema, was wir auch adressieren, das Thema Datenkompetenz, weil wir glauben schon, dass die Technologie ist wichtig, um Daten zu analysieren, um Daten zu integrieren und dann in ein Dashboard zu präsentieren, aber natürlich auch die Datenkompetenz. Darüber hinaus glauben wir als Unternehmen, und das ist auch unser Ziel mit der Lösung, die wir anbieten, es gibt ja das traditionelle BI, also Business Intelligence, das ist nichts Neues, gibt es ja schon seit 20, 30 Jahren. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die Technologie weiter sich entwickeln muss, völlig losgelöst, ob sie jetzt in die Cloud geht, was normal ist, jetzt alle Softwareanbieter gehen in die Cloud, aber wichtig ist auch, dass wir jetzt auch mehr aktiv Unternehmen steuern und nicht nur vorkonfigurierte Datensätze uns anschauen und einfach nur uns informieren über die Situation des Unternehmens in der Vergangenheit, sondern halt auch in Echtzeit Analysen fahren können und auch dann aktiv das Unternehmen steuern können. Da gibt es ganz viele Beispiele, ja auch in der Produktion, im Marketing auch. Und das ist unser Ziel, dass wir Active Intelligence eigentlich den Unternehmen anbieten, um einfach noch schneller und agiler zu sein, wenn sie in Wettbewerb treten mit anderen Unternehmen. Und gerade auch in der jetzigen Zeit, mit den ganzen Dingen, die jetzt aktuell um uns herum passieren, ist natürlich super wichtig, schnell zu reagieren und richtige Entscheidungen zu treffen, wie das Unternehmen sich weiterhin aufstellen soll. Und jetzt gebe ich mal rüber kurz zum Thomas. Was macht denn eigentlich Nexpert und wie nutzt ihr Klink eigentlich? Wie nutzt ihr unsere Software bei den Kunden? Das wäre mal eine Frage von meiner Seite an dich. Ja, ich habe es so ein bisschen ausgeführt. Ne? Also wie gesagt, wir sind keine Beratungsgesellschaft. Deswegen nennen wir uns ja Resulting statt Consulting, sondern wir schreiben sicherlich Konzepte. Also wir werden gerufen bei einem Unternehmen, wenn es um ein Unternehmen nicht gut geht, wenn sich ein Unternehmen verändern muss. Jetzt denkt jeder möglicherweise von euch, ja, das sind Sanierer. Ja, das kann so sein, dass wir Sanierer sind und wir kommen und das Einzige, was wir machen, wir entlassen ein paar hundert Leute und dann geht wieder alles gut. Und genau das tun wir nicht, sondern wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir Unternehmen wirklich verändern. Also für mich ist die Steigerung von Restrukturierung eben Transformation oder Revolution. In gewissen Branchen kannst du nicht mehr herkömmlich restrukturieren, indem du sagst, okay, ich schließe zwei Werke und ich lasse ein bisschen in der Verwaltung, dann läuft das schon. Das geht einfach nicht. Sondern du musst Unternehmen wirklich nachhaltig verändern. Und wir müssen Unternehmen auch wachsen lassen. Das heißt, wir glauben daran, dass man Unternehmen nicht heil machen kann, dadurch, dass man Unternehmen kleiner macht, also Kosten wegmacht. Sondern am Ende des Tages, das kann man begleiten, mal gern tun, aber am Ende des Tages musst du ein Unternehmen wieder wachsen lassen. Und das ist das. Und wenn du in diesen wahnsinnigen Veränderungsprozess hineingehst, also wir können nachher auch ein bisschen über Referenzen und Beispiele reden, dann ist es für uns immer extrem wichtig, dass wir messbar machen. Wir müssen viel, nichts ist mehr planbar. Durch Corona ist es noch weniger planbar geworden. Die Ukraine-Krise macht das noch weniger planbar. Wichtig ist, dass du Annahmen triffst für einen Veränderungsprozess und auch wirkliche KPIs triffst und die dann auch messbar machst. So, und das ist das, was wir im Prinzip tun. Man kauft uns ein, wir übernehmen das Management. Das heißt, ich bin jetzt Geschäftsführer von einem großen Schuhhersteller oder Schuhretailer. Und ich bringe ein Team mit und wir sagen, okay, gib uns das Unternehmen und wir verändern ein Unternehmen oder wir sagen ganz platt, wir machen dein Unternehmen wieder heil. Das machen wir sehr hands-on. Das machen wir, wir sind nicht diejenigen, die 200 Seiten Papier produzieren und Papier schmutzig machen und sagen, ja, mach mal mehr Umsatz und weniger Kosten, dann machst du auch mehr Gewinn. Viel Glück mit den 200 Seiten schmutzigen Papier, sondern wir bringen dieses Paper to reality. Das ist eigentlich unser Job. Genau, also wie gesagt, ich kenne es auch von unseren Kunden. Natürlich kommt mit Business Intelligence, wenn es ordentlich implementiert ist, die Lösung und auch die Leute, also datenkompetent sind, kommt natürlich auch dann, das war auch der Titel unserer Präsentation, das Thema Transparenz rein. Ja?
Transparenz ist natürlich, ist das jetzt ein Fluch oder ein Segen? Weil kann natürlich auch Dinge aufdecken, die man vielleicht nicht aufdecken möchte. Ja, das ist, also erstmal, du hast ja in der Folie gezeigt, 10% der Unternehmen kennen nur die Daten. Also wir sind unterwegs im Mittelstand, also Unternehmen zwischen 50 und 500, vielleicht 600, 700 Millionen Euro. Also der klassische Mittelstand, den wir in Deutschland haben. Und das ist wirklich teilweise erschreckend. Jetzt sehe ich natürlich auch nur Unternehmen, denen es nicht so gut geht. Ne? Also muss man auch so sagen. Also die sich verändern müssen. Das muss gar nicht wirtschaftlich eine schwierige Situation sein. Das hat auch überhaupt nichts mit Insolvenz zu tun, was ich tue. Mein Job ist es, die Insolvenz zu vermeiden. Aber es ist teilweise wirklich erschreckend, wie wenig transparent man ist eigentlich, was man eigentlich wissen könnte und wie viele Fehlentscheidungen man auch getroffen hat, weil man diese Informationen sich nicht angeguckt hat. Und was ich auch häufig feststelle, ist, BI ist ein moderner List-Generator in vielen Unternehmen. Also ganz früher, als man noch COBOL programmiert hat, da gab es eine grüne, also die Älteren werden das in meinem Alter noch wissen, da gab es die große grüne Liste, die irgendwie der DIN A3-mäßig rauskam. Und wenn man, ich erlebe das so häufig, dass ein BI-Tool nichts anderes ist, als man hat jetzt eine Liste, Punkt. Und dann exportiere ich die in Excel und dann mache ich irgendwie weiter. Und wir machen das im Prinzip anders. Also wir versuchen wirklich echte KPIs zu finden, diese KPIs messbar zu machen. Woran kann ich erkennen, dass ein Unternehmen sich verändert? Woran kann ich erkennen, dass ich, wenn ich eine Zielgruppe verschiebe, wenn ich also sage, ich möchte ein Trading abmachen, ich möchte eine andere Zielgruppe erreichen oder ich möchte überhaupt mal meine Zielgruppe erreichen, woran kann ich das eigentlich erkennen? Und woran kann ich das erkennen, welcher KPI ist, kann ich da messbar machen? Und dann machen wir ihn messbar und bringen es mit ClickSense sofort. Das ist der Vorteil von eurer Lösung, dass ihr Cloud-basiert ist und dass ich sie beim Browser nutzen kann und bringe das im Prinzip sofort rüber. Und es ist teilweise wirklich erschreckend, wie wenig die Unternehmen wissen. Es ist aber eigentlich ein Segen einerseits, nämlich in dieser Aufdeckphase, was müssen wir eigentlich wirklich tun, um hier zu revolutionieren und hier zu transformieren. Es wird dann aber auch ein bisschen zum Fluch, wenn man sich, also wenn man jeden Tag, es ist ja so, als wenn ich jede Stunde Blutdruck messe, ne, dann bin ich auch irgendwann ängstlich oder so, weil, oh mein Gott, jetzt habe ich hohen Blutdruck, ist irgendetwas. Und man muss, glaube ich, eine gewisse Ruhe an den Tag legen. Deswegen gucke ich mir nur Zahlen einmal in der Woche an. Wir planen auch Unternehmen nicht auf Monatsbasis, nicht auf Quartalsbasis, nicht auf Jahresbasis. Wir planen alle Unternehmen auf Wochenbasis und Woche für Woche gucken wir uns die Entwicklung der KPIs an. Das ist der Fluch so ein bisschen. Deswegen vermeide ich das. Also wir können den Klick natürlich, also wir aktualisieren das immer stündlich. Und unsere KPI-Logiken, ich kann jetzt stündlich reingucken, was ist heute passiert. Das sollte man aber nicht tun. Genau, jetzt vielleicht, weil du sagst, über täglich oder wöchentlich reinschauen. Ich habe jetzt mal ein paar Screenshots gemacht von der Art und Weise, wie ich meine Kampagnen oder wie das Marketingteam seine globalen Kampagnen bei Click steuert. Wir sind also im B2B-Umfeld aktiv, ja. Aber ihr seht ja zum Beispiel eine ganz gute Übersicht über die Responders, das heißt Top of Funnel. Wie haben sich denn die Responders entwickelt in APAC, in EMEA, in Lateinamerika, Nordamerika? Da sehen wir, dass wir einen Drop rund haben, unterschiedliche Prozentzahlen gegenüber dem Vorjahr. Das sieht jetzt relativ einfach aus, das Chart, aber das ist natürlich schon sehr komplex, die ganzen Daten zusammenzuführen. Dann seht ihr zum Beispiel auch unterschiedliche Kampagnentypen, digital, Event, Content, Web. Aber das ist eine Art, wie wir unsere Top-of-Funnel-Performance messen. Und wir müssen offensichtlich, wenn ich das Chart anschaue, müssen wir auf jeden Fall was machen, damit wir neue, noch mehr Responders generieren auf dem globalen Level. Das zweite... Ja. Ganz kurz nochmal, das sind für mich Kennzahlen, die wir uns jetzt angucken. Ich würde mir jetzt immer die Frage stellen, diese Kennzahlen, die du da siehst, ja. welcher KPI verändert eigentlich diese Kennzahlen? Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich abnehmen möchte, also 15 Kilo abnehmen möchte, dann mache ich einen Plan und sage, das tue ich alles, dann ist aber Kilo kein KPI, sondern das ist die Kennzahl, das muss weniger werden bei mir. Und die KPIs, das wären für mich, wie viele Tüten Chips esse ich jeden Abend, wie viel Bier trinke ich jeden Abend, wie viele Kilometer laufe ich jeden Morgen. Ja, das eine muss mehr und das andere weniger werden. Und wir suchen immer die KPIs, die jetzt dazu führen. Also man kann ja klassisch wenn man einen Online-Shop hat man eine Conversion Rate sagt, das ist für mich auch nur eine Kennzahl, der KPI dahinter. Also wie kriege ich die Conversion wirklich nach oben, hat vielleicht was mit dem Angebot zu tun, was ich online ausspiele. Und deswegen vielleicht das ist für mich immer wichtig, das eine ist eine Kennzahl, die muss ich verändern. Und die Kennzahl führt dann dazu, dass ich mehr oder weniger Umsatz mache. Das ist eine BWA-Position. Aber ich suche immer ein KPI. Was muss ich tun, damit sich jetzt zum Beispiel eure Responders im EMEA-Bereich erhöhen? Ja, und das klar, aber wie gesagt, ja, klar, aber wie gesagt, das sind ja die Responders. Ich meine, es kann natürlich auch durchaus sein, dass wir sehr viel
gezielter Kampagnen fahren und dadurch eine bessere Conversion haben. Weil es geht ja dann, der nächste Schritt ist ja die Conversion. Der nächste Schritt ist dann die Conversion vom Responders zu Marketing Qualified Lead und dann vom Marketing Qualified Lead zum SQL. Es kann ja sein, dass wir unsere Strategie vielleicht geändert haben, ja, und sagen, wir gehen jetzt nicht mehr so breit in den Markt rein, sondern wir machen sehr targeted. Wir haben eine definierte Accounts, die wir penetrieren wollen oder die wir nicht penetrieren, sondern aktivieren wollen, in die wir rein wollen. Und dadurch haben wir sehr viel weniger Responders, machen aber sehr viel gezielte Aktivitäten über digital, über LinkedIn oder über was auch immer, über Channels. Und deshalb ist der nächste Schritt für uns natürlich zu messen, die Responders ist ja im Grunde, das ist da, wo wir oben im Trichter alles reinkippen. Dann geht es ja darum, wie viel von diesen Responders haben denn wirklich Interesse an uns? Und das können wir hier auch ganz gut sehen in diesem Chart. Da können wir sehen die Conversions über einen gewissen Zeitraum. Dann können wir sehen die ganzen Kampagnenaktivitäten, ob das jetzt ein Online-Event ist, ob das jetzt eine Produktregistrierung ist oder ob das ein Contact Us ist. Und dann geht es ja weiter, wie viel von den Marketing Qualified Leads werden dann wirklich auch von den Sales-Organisationen dann akzeptiert. Und deshalb ist das natürlich der nächste wichtige KPI für uns, um einfach zu sehen, ist die Responderzahl wirklich jetzt so schlecht oder müssen wir da noch was nachgeben oder ist die Qualität vielleicht sogar besser von den Responders? Da kann ich auch mit leben, dass die Responderzahl runtergeht. Und das ist der nächste Schritt, einfach zu sehen, wie geht es weiter im Funnel, also in dem Vertriebskanal. Und am Ende des Tages wollen wir natürlich zu viele Marketing Qualified Leads dann am Ende in Closed One sehen. Das tracken wir alles in unserem Dashboard mit Klick. Manchmal ist es fast sogar, das Problem ist natürlich, wenn du, also zumindest geht es uns zu, wenn wir im Team uns die Daten anschauen, manchmal kommen wir vom Stöckchen auf Steinchen, weil wenn du so viel Daten hast und analysierst, kommst du immer weiter rein. Deshalb muss man auch versuchen, irgendwann auf irgendwann mal aufzuhören, weil sonst analysierst du dich tot, ja. Aber gut, das ist das andere. Hier kannst du nochmal sehen, hier werden nochmal die ganzen Kanäle nochmal ganz klar gezeigt nach der Performance. Was ist die Quelle zum Beispiel für den Organic Search? Wo sind die meisten Leute unterwegs? Ja, dann haben wir Marketo, das ist unser Marketing Automation Tool, das sind also unsere Datenbank, alles was in der Datenbank ist. Das können wir hier auf dem Chart ganz gut sehen, wie die Channels sich performen. Und da versuchen wir natürlich dann auch immer ein bisschen dran zu schrauben. Und das ist jetzt geht es wirklich ganz tief rein, aber das können wir alle sehen in unserem Dashboard. Und das kann auch jeder Marketier sehen, der mit Klick arbeitet. Jetzt hier eine ganz klassische E-Mail-Kampagnen-Performance. Ja? Wie haben die unterschiedlichen Kampagnen hier performt? Ja, wie viele E-Mails sind geklickt worden? Wie viele haben sich registriert oder sind opened? Also das ist wirklich schon jetzt wirklich nitty-gritty Details. Ja? Aber man sollte sich nicht, und das läuft natürlich auch alles über unser Marketing Automation Tool, das ist Marketo. Da können wir sehr gut auch die ganzen Details dann sehen. Und das ist so, wie wir Klick, ich meine, practice what you preach, ja. Und heute sind wir in einer Marketing-Session. Deshalb ist es auch wichtig, dass ich mal das zeige, wie wir das machen. Und ich glaube, manchmal, also meistens ist das ein Segen, ja. Aber manchmal ist es auch ein Fluch, ganz ehrlich, weil wenn du manchmal Sachen aufdeckst die sind manchmal können auch im Gespräch dann auch ein bisschen, sage ich mal, zu Diskussionen führen. Aber Fakt ist, dass wir eigentlich happy sind, dass wir diese Zahlen so analysieren können, weil wir können dann natürlich auch reagieren, ja, und Kampagnen optimieren oder Dinge nicht mehr machen, die wir gemacht haben, die haben nicht funktioniert. Das ist jetzt mal so die Click-World. Aber jetzt mal zu dir, Thomas, und deinem Team. Ihr seid ja bei ganz vielen Kunden unterwegs, macht auch viel Marketing-Geschichten. Vielleicht mal ein paar interessante Use-Cases von deiner Seite, das wäre echt mal spannend. Ja, also grundsätzlich, genau, also wir nutzen Klick, also das, was du schon sagtest, das ist, man muss irgendwann wieder ein paar Zahlen rausnehmen, ne? Also man analysiert und dann findet man ganz viele Zahlen toll. Ich sage immer, wir gucken uns nur die Zahlen an, wo wir auch Aktionen daraus ableiten können, ne? Und gucken dann, wenn wir uns eine Aktion vornehmen, wie muss sich im Prinzip eine Kennzahl oder ein KPI, wie muss er sich eigentlich verändern an der Stelle, ne? Grundsätzlich für uns, also nehmen wir mal ein Beispiel, für uns ist es immer relevant, dass wir möglichst schnell, wenn wir jetzt in Richtung Retail gehen oder in Richtung Internet Pure Place, dass wir relativ schnell wissen, wer ist eigentlich unser Kunde an der Stelle. Und da zum Beispiel gehen wir rein in die Unternehmen und gucken uns die Datentöpfe an, mischen diese ganzen Datentöpfe an und bringen es dann im Prinzip an die Oberfläche und sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, wer ist eigentlich wirklich euer Kunde. Ich habe ein Beispiel gehabt, da war ich bei einer Modemarke mit zwei Buchstaben und ich stand mit der Inhaberfamilie auf der Fläche und die Inhaberfamilie, da war ich so 70, da war ich dann 50,
Sagte, ja, ich habe hier nur die, meine Kundin ist 20 Jahre alt und schlank. So, und dann steht man da auf der Fläche und sagt, und die ganze Kollektionsentwicklung hatte man auch darauf auftrainiert, dass man enge Jeans machte und so weiter und so fort, dass man natürlich auch den Ladenbau verändert hat und so weiter und so fort. Man guckt so auf die Fläche und sagt, naja, also von der Kundin, die man mir hier erzählt, sehe ich hier keine. Jetzt ist das natürlich nicht objektiv. Also haben wir in dem Projekt auch wirklich angefangen zu sagen, okay, wie können wir ganz, ganz schnell auch Daten erheben, um rauszukriegen, wer ist eigentlich wirklich unsere Zielgruppe. Und die Zielgruppe war, wie jeder das Unternehmen so ein bisschen auch vor Augen hat, war natürlich nicht 20 Jahre und schlank, sondern das war im Prinzip, wir haben 50% Herrenanteil und 50% Damenanteil gehabt, aber 80% Damen im Laden. Das heißt also, das war sprach schon für die Zielgruppe, dass eben die Zielgruppe älter ist. Und das haben wir im Prinzip dann auch uns Stück für Stück angeguckt. Wir haben einen Haufen Kundenkarten ausgewertet. Wir haben aber auch einen Haufen POS-Daten ganz spontan ausgewertet und haben gesagt, okay, immer wenn man beim Bonieren ist, dann gibt man im Prinzip einen Code mit ein, okay, das ist ein Mann oder das ist eine Frau. Und so sieht die aus. Dann haben wir so Olympic-Types gebildet und haben gesagt, okay, wie sieht der eigentlich aus? Und dann haben sie so drei Zahlen mit heimlich eingegeben. So, man wird ja häufig nach der Postleitzahl gefragt. Das finde ich immer so fürchterlich langweilig. Und so sind wir das Ganze im Prinzip angegangen an der Stelle. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und da kam dann natürlich raus, wir haben innerhalb von 2 oder 3 Wochen, also in einer Konzeptphase, wir haben gesagt, okay, was machen wir eigentlich aus diesem Unternehmen? Bevor wir einen Auftrag annehmen, gucken uns das natürlich an und sagen, okay, kann man das Unternehmen noch heil machen? Wir sagen auch das ein oder andere ab. Die gehen häufig dann auch später mal in die Insolvenz. Zum Beispiel Anfang 16 waren wir bei Wörl angefragt. Da habe ich gesagt, nein, das hat keine Chance hier, das ist aussichtslos. Und das machen wir halt mit solchen Analysen. Die hatten auch ihre Zielgruppe nicht. Für mich ist immer wichtig, dass ich erstmal meine Zielgruppe kenne. Ein anderes Beispiel ist, das haben wir auch gemacht, wir haben Globetrotter unterstützt. Das war so 2013. Und die hatten ein Problem, dass immer Kunden rausgelaufen sind, weil das Produkt angeblich nicht in der Farbe und nicht in der Größe da war. Das war so eine klassische Ausrede eines Filialleiters. Da habe ich mir das angehört und habe gesagt, naja, vielleicht ist was an der Ausrede dran. Und dann haben wir mit unseren Spezialisten einen kleinen Algorithmus entwickelt, der im Prinzip erkennt, anhand aller Daten, wir haben die Bewegungskameras uns angeguckt, also wir haben versucht, so Ströme zu erkennen in den Läden. Wir haben uns natürlich die Kasse angeguckt und das ERP-System dahinter angeguckt. Und haben einen Algorithmus entwickelt, dass wir jeden Abend wissen, wie viele Kunden sind rausgelaufen. Also wir kannten die Kunden nicht, wir wussten nur eine Zahl. Also im Bereich Rucksäcke in Berlin, weiß ich das noch, da verlieren wir so und so viel Umsatz, weil ihr nicht richtig nachdisponiert. So, jetzt kann man natürlich mehr Ware reintun. Ja, dann geht mein Working Capital nach oben, das ist nicht gut. Meine Kunden sind häufig auch liquide nicht so gut ausgestattet, deswegen kann ich den Bestand nicht erhöhen, ich muss ihn also optimieren. Und da haben wir auch in relativ kurzer Zeit ganz viel Daten angemischt. Und die bringen wir dann immer mit Klick an die Oberfläche und sagen, okay, guckt euch das an, was unten aus dem Maschinenraum kommt. Das waren so mal zwei Beispiele, also sehr ganz, ganz gezielt die Kundengruppe auch erfassen, rauszukriegen, habe ich eigentlich den richtigen Kunden, auch zu messen, wenn ich ein Trading-Up oder ein Trending-Up mache, erreiche ich jetzt auch die Kunden besser? Das machen wir häufig messbar. Oder wir überlegen uns immer, wo verliert das Unternehmen eigentlich Geld? Also Beispiel Globetrotter, Lost Business. Also guckt man sich da im Prinzip an, wie viel Lost Business kann man eigentlich vermeiden. Das sind so zwei Beispiele, die wir machen. Es zielt immer darauf ab und deswegen penetriere ich das so, dass wir am Ende des Tages mehr Topline machen wollen. Und wir wollen, weil ich sage, man kann Unternehmen nur heil machen, wenn du mehr Topline machst. Und deswegen kann man natürlich auch Prozessoptimierung damit machen. Aber wir würden immer gucken, dass selbst wenn wir eine Prozessoptimierung machen, dass es dazu führt, dass ich oben mehr Umsatz mache. Das ist immer unser Ansatz, den wir dabei fahren. Wir sind fast schon am Ende, aber noch eine Sache vielleicht. Was ist denn so dein, gibt es denn auch so eine Geschichte mit Daten, die dich schmunzeln lässt? Was ist denn dein Lieblings-Use-Case, den du erlebt hast? Was heißt schmunzeln? Ich musste mich damit beschäftigen, wie die Zielgruppe von Beate Uhse ist. Das haben wir 2016 gemacht. Und jeder würde immer sagen, ja gut, das ist Zielgruppe Schmuddel, das sind ältere Männer. Ja, so Punkt. Und da haben wir uns damit beschäftigt und dann habe ich, meine Aufgabe war das immer, wir haben dann korreliert, was machst du mit dem Produkt von Beate Uhse? Also ist das ein bisschen Softsex oder ist das wirklich ganz, ganz harter, also Shades of Grey in der Mitte und ganz oben noch härter als Shades of Grey. Und in welcher Lebensphase befindest du dich? Ja, bist du 17, 18, fängst an, erste Erfahrung zu machen oder bist du 50 und geschieden und willst noch, oder bist du 70 und willst noch mal richtig sexuelle Gas geben? So, damit haben wir uns beschäftigt. Und das, meine Aufgabe war, dass die Produkte den Clustern zuzuweisen auf der Ordinate sozusagen. Und das heißt, ich saß da vor Excel-Listen und irgendwann saß ich im Flughafen in einem Starbucks-Café und immer wenn ich nicht wusste, was das für ein Produkt ist, habe ich es online gesucht. Das heißt, ich bin immer reingegangen in den Online-Shop und habe dann die Artikelnummer eingegeben, habe gesagt, aha, das ist ein Produkt, das cluster ich mal ganz oben ein.
Und irgendwann merke ich, dass irgendwie ganz viele Leute über mich, so eine chinesische Gruppe von Touristen lacht über mich, weil sie permanent gesehen haben, was ich mir da online gerade angeguckt habe. Und das war natürlich nur die Schlimmsten. Es ging aber noch weiter, dass am Ende des Tages, wir hatten mal ein anderes Mandat, da ging es um Brustimplantate für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Und auch da haben wir uns damit beschäftigt, so ein bisschen rauszukriegen, auch SEO-Optimierung und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich so weit getrieben, dass Google gedacht hat, ich bin eine Frau. Also ich habe so viele falsche Suchanfragen angegeben, dass selbst Google durcheinander gekommen ist. Aber das war so, da schmunzelt man dann drüber. Aber es wird im Prinzip deutlich, was wir mit den Daten machen. Und wir haben natürlich versucht, jetzt auch diese vielen, vielen Daten, wir haben 8 Millionen Kundendaten, wir haben die versucht zu clustern, um rauszukriegen, wie ist eigentlich die Zielgruppe. Und die Zielgruppe von Beate Use war damals männlich zwischen 18 und 25. Und das Management hat uns aber eine ganz andere Zielgruppe vorgegaukelt und natürlich auch viel zu viel hartes Zeug in den Shop gebracht. Ja, okay. Gut, also danke. Und wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also, und das macht ihr alles mit Klick, ja, und es geht relativ schnell auch und zügig in der Cloud. Deshalb, ich glaube schon, dass wir eine ganz gute Lösung anbieten, also eine Data Analytics Lösung, aber auch Daten Integrationslösung. Und ja, und ich hoffe, wir haben euch ein paar gute Praxisbeispiele gebracht. Und wir sind jetzt auch fast am Ende. Ich gehe jetzt mal raus aus dem Schirm. Und wir sind auch gerne noch bereit, Fragen zu beantworten. Wenn es welche gibt. Ja, ich melde mich auch wieder zurück. Vielen, vielen Dank für euren Vortrag. Auch ein sehr spannendes Thema, natürlich auch sehr zahlenbasiert. Da muss man bestimmt erstmal reinkommen. Und dann siehst du den Zahlentyp, aber gut, das ist ja jeder anders. Ich würde sagen, ich teile auch mal gleich meinen Bildschirm, nämlich auch Fragen aus dem Publikum dazu. Ich bin immer noch verwirrt, Thomas, von deinem zweiten Bildschirm irgendwie, oder von der Kamera, wie das funktionieren kann. Sieht sich aus. So. Genau, und zwar hatte der Oliver zuerst mal gefragt, sollten die transparenten Daten allen Teams im Unternehmen zugänglich sein oder kann das auch zu Problemen führen, wenn wirklich alles offen liegt? Also wir wollen ja, also grundsätzlich, wir wollen ja die Menschen in dem Unternehmen bewegen, sich zu verändern und damit müssen sie Transparenz und Messbarkeit auch haben. Das gibt natürlich Grenzen, wenn es personenbezogene Daten werden, ne? Also, oder auch leistungsorientierte Daten, dann muss man das mit den Betriebsräten besprechen, aber grundsätzlich, und deswegen nutzen wir Klick, weil ich bin in der Lage, mit Klick das sofort überall hinzubringen. Also ich habe jetzt hier 300 Filialen, die ich gerade im Schulbereich, die ich gerade verändern muss. Und das ist natürlich wichtig, dass wir diese Daten und die Veränderungen, dass das auch jeder auf der Fläche sehen kann. Also die Antwort ist ja. Mhm. Kurz und knapp. dann hatte die Annette auch noch gefragt, gibt es auch Beispiele im B2B, zum Beispiel Datenströme zu den Kunden der Kunden, also B2B2C. Ja, also gut, also meine Beispiele waren ausschließlich B2B. Die Kampagnen, die wir verkaufen ja Unternehmen. Also von daher gesehen waren die ganzen Beispiele, die ich gezeigt habe, die Dashboards, das ist alles unser B2B. Das B2B2C vielleicht noch ganz kurz, verstehe ich nicht ganz. Aber ich mache mal ein Beispiel aus dem aktuellen Case, wo wir gerade sind. Da nutzen wir im Prinzip auch das Ganze, um zu erkennen an einem Foto eines Schuhs, ab, warum das ja eigentlich ein Renner oder ein Penner ist. Und das spielen wir zurück von der, also wir haben ja auch eigene Fabriken, also haben die volle vertikale Integration. Und das spielen wir zurück jetzt sehr früh in die Kollektionsentwicklung, ne? An der Stelle. Es wird ja jetzt die Kollektion früher 2023 entwickelt und wir verkaufen 2022 gerade. Und anhand solcher Analysen gehen wir im Prinzip auch zurück. Und das ist natürlich, da hängt auch ein Großhandel hinter. Und sowas geben wir zum Beispiel zurück und machen das auch B2B. Das gleiche gilt auch für sämtliche Vertriebsorganisationen. Wenn wir zum Beispiel einen Hersteller von Laborsystemen, der über ein Partnernetzwerk verkauft, oder einen Drahthersteller, der über ein Partnernetzwerk verkauft, dann versuchen wir auch da erstmal den Kunden natürlich zu verstehen, der vor uns ist. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß ja, wann seine Rollendraht alle sind, also rufe ich ihn rechtzeitig an, weil ich beobachte sein Einkaufsverhalten bei mir und ich rufe ihn rechtzeitig an und trigger es über ein CRM-System, wenn er leer sein müsste und er müsste bei mir anrufen, bevor er woanders anruft. Und wir versuchen auch dahinter zu kommen, hinter seinen Kunden, weil das natürlich
eine Wertschöpfungsstufe ist vor uns, die wir eigentlich ausschalten müssten. Und auch da haben wir uns Sachen überlegt. Am Ende des Tages wird die Rolle gerade in eine Schweißmaschine gepackt. Wie kann ich eigentlich denjenigen, der ganz vorne ist, also der entscheidet, ey, pass mal auf, der Draht, die Rolle Draht, die war so ein bisschen kantig, die will ich nicht, ich will wieder die Rolle Draht, wie erreiche ich den? Und da beschäftigen wir uns auch über Logiken mit und fassen das auch wieder an, dass wir im Prinzip am Ende des Tages da, wo das Produkt eingesetzt wird, dass wir die zu Fans machen, damit sie dann bei den Kunden, die vor uns liegen, also die Distribution betreiben, dass die gar keine andere Chance haben, als bei uns zu kaufen, weil dann brauche ich auch mit denen nicht über den Preis reden. Jetzt hätte auch der Dirk noch im Chat geschrieben, da könnt ihr auch gerade mal reinschauen, zum Beispiel auch geschrieben zu der Frage von Annette, Gleiches zum Bereich OTC, wo Apotheker-Gatekeeper sind, Gleichverständnis von den Endkunden. Wenn ihr selber, dann könnt ihr das einmal lesen. Ja. Wollt ihr dazu noch was sagen, beziehungsweise könnt ihr dazu noch was sagen? Also ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass Apotheker bei uns Kunden sind. Wir haben Pharmaunternehmen, aber mit Apothekern weiß ich jetzt nicht. Weißt du, Thomas, hast du was mit Apothekern zu tun gehabt bisher? Ja. Also Online-Apotheke, aber jetzt nicht, aber nicht den klassischen Apotheker, der das ist ein, ja, der ein oder zwei Apotheken hat und jetzt, aber eigentlich müsste der ja auch relativ viel wissen über seine Kunden. Ich weiß nicht, ob das die Frage, weil ich habe die Frage nicht ganz mitbekommen, aber der müsste eigentlich auch relativ viel wissen über seine Kunden und müsste dann rausarbeiten, was ist, ich sag mal, Kittel-Brennfaktor, also wo brennt der Kittel? Also man nennt das ja Jobs to be done, ist das ja die richtige Bezeichnung dafür. Und möglicherweise dann mit seinen Daten, der müsste umfangreiche Daten haben, auch darauf zu reagieren, wenn er merkt, dass seine Apotheke nicht mehr frequentiert wird. Also ich weiß auch nicht, ob das Problem gerade war. Nee, ich glaube, die Frage war, dass er der Gatekeeper ist und dass die Produzenten von Pharmazeutika da keine Informationen zurückgespielt bekommen von den Kunden. Ich glaube, da ging die Frage. Im Retail geht das so. Es gibt im Retail, also es gibt in wie heißt das hier, Schlecker und Co., also Schlecker gibt es ja nicht mehr, aber Butnikowski und wie die alle heißen, da gibt es gute Ansätze, wenn man ganz viel über die Kunden weiß, dass man die Informationen wieder zurückgibt. Das ist das, was ich auch sagte, wir wissen, welche Schuhe Renner sind und wir wissen, warum, also anhand eines Fotos können wir das identifizieren und das geben wir natürlich an die Industrie zurück. Und jetzt sind das unsere eigenen Werke, aber das könnte man natürlich, also diese Daten kann man verkaufen. Ich weiß auch, dass wir auch mit einigen Unternehmen, die den Endkundenzugang haben, weil das ist heute entscheidend, den Endkundenzugang zu haben. Also der Apotheker kennt seine Kunden und er könnte diese Daten jetzt nehmen und sie im Prinzip weiterverkaufen an die Pharmaindustrie. Solche Beispiele kenne ich und haben wir auch gemacht im Bereich der Drogeriemärkte. Also bei einem relativ bekannten Drogeriemarkt in Hamburg läuft das. Jetzt hätte die Annette auch noch geschrieben, das Beispiel der vertikalen Betrachtung war gut. Daten über den Endkunden zur optimalen Betrachtung des B2B-Kunden. Na, sie bedankt sich auf jeden Fall auch für die Beantwortung ihrer Frage. Und ja, da schließe ich mich an. Ich bedanke mich auch herzlich noch bei euch beiden, dass ihr heute bei uns wart, dass ihr die Fragen beantwortet habt, euch die Zeit genommen habt, heute bei uns zu Gast zu sein. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne sonnige Restwoche hoffentlich. Und ja, bleibt gesund. Ja.